Heidiho! Grüße gehen raus in den Norden, in den Süden, Westen und Osten. Mein Name ist Thomas und ich bin so froh, dass ihr wieder da seid. Wir schauen uns heute an von Annike Mandra, Wisteria Zoo. Dazu schreibt sie im Steam Workshop, dass dort 9 Gehege verbaut sind mit ihren Lieblingstieren und diese Tiere natürlich nach Biom und Pflanzen also mit dem richtigen Pflanzen und Biomen ausgestattet wurden. Und ein ganz besonderes Highlight, wie ich finde, ein Zen-Garten. Das hatte ich auch noch nie bei einer Zoo-Visite. Gut, Annike Mandra. Fangen wir an, würde ich sagen. Dann geht's auch schon los. Wir haben wieder den Erkundungsmodus, sind ein bisschen über dem Pöbel hinweg und schauen uns dann alles an. So, die Annike Mandra, das ist mir aufgefallen, das wollte ich euch sagen, in ihrem Workshop. Da baut sie immer ganz diese Shop und diese ganzen wie soll ich sagen, Gebäude dafür. So, jetzt. So ganze Sets baut sie da immer für, dass sie einheitlich sind. Könnt ihr euch alles bei ihr im Workshop runterladen. Fantastische Arbeit, die sie da leistet. Ich hatte, glaube ich, schon mal bei Midorka, also die spielt auch Planet Coaster, diese Vending Machines. Da gab es ein ganzes Museum im Midorka Resort. Falls ihr euch noch daran erinnert. Jo, dann starten wir. Alles schön in lila gehalten. Hier gibt es auch Tapse und einen Rundweg. Ne, wir können es heute mit den Tapsen. Mit die Tapsen, ja genau. Dann gucken wir schon mal ein bisschen. Lux, Fennec, kleiner Panda, Dachs und Seelöwe. Okay. Auch hier wunderschön gemacht. Hier so ein Brunnen. Und endlich mal hier diese Heckenkatze, also die Heckenfiguren. Das ist nice gemacht. Schön auf dem Boden. Vielleicht noch ein bisschen tiefer, aber schon schön gemacht. Wir folgen. Okay. Ja, schön, schön eingebunden. Okay, hätte man vielleicht noch mal ein bisschen, ne? Hätte man noch ein bisschen. Aber dafür die Infotafeln wieder so schön eingebunden hier. Da haben wir gleich den eurasischen Luchs. Ah, die Pflanzen. Wunderschön eingebaut. Terraforming gemacht. Herrlich. Auch hier wunderschön, damit man nicht diese hässlichen Ecken hat. Schön gemacht. Überall Blumen und Bäume und hier gibt es keinen einzigen leeren Platz. Ah, das finde ich mega. Hier eine kleine Aussicht. Jetzt noch ein Lux. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Schaut, schaut. Schöner Lux. Jawohl. Die Mauern schön eingefärbt. Das ist echt schön gemacht. Gut, hier hätte vielleicht noch ein bisschen Musik rauskommen können. Aber gut. An alles gedacht, ne? Mülleimer eingefärbt. Schön groß das Gehege, ne? Da hat der Lux tatsächlich mal richtig Platz. Und der kann ja springen. Ich finde das toll, dass du das alles hier so lila gehalten hast. Oh, wir kommen jetzt gerade hier zu den Fennecs. Auch die in lila. Das finde ich klasse. Da hast du so deinen ganz eigenen Stil. Finde ich super. Okay, hier sind wir noch kein Fenneck. Sind scheu. Die haben keinen Bock. Keinen Bock haben sie.
seht ihr, das meinte ich. Da hat die Anik Mantra wirklich für alle Einrichtungen, die wir so haben, so Verkleidungen gebaut. Mehrere Sets tatsächlich. Ja, hier ist die Fennekhöhle wahrscheinlich. Ich guck mal eben. Die wird ja immer nicht angezeigt. Nö, ist doch nicht. Ich dachte, das wäre ein Bildschirm. Okay. So schnell kann man sich täuschen. Ich dachte, das wäre ein Bildschirm. Phoenix, machen wir ein bisschen Pause. Da. Okidoki. Ja, so, also was ich meinte, waren die Höhlenbildschirme. Wenn man nämlich dann einen Zoo neu lädt, gehen die ganz gerne mal aus. So, hier kann man lecker Fritten essen. Hipshot. Seelöwe, Koala, Otter. Stand der Seelöwe nicht gerade auf der anderen Seite? Wir werden sehen. Wir werden es ja sehen. Jetzt gehen wir auch mal die Treppen rauf. Im Erkundungsmodus, immer ein Highlight. Hier ist der Biber. Der Biber? Ja, habe ich was verpasst? Hä? Biber? Hier ist der Biber wahrscheinlich drin, ne? Ja, bestimmt. Aber ich kann noch keinen sehen. Hier schön mit den Blumengittern gearbeitet. Wunderhübsch. Die Treppen. Genial. Symmetrisch. Ach, herrlich. Da macht man doch gerne so einen kleinen Sutterspaziergang hier. Es kann sein, dass... Ich habe das... Hab natürlich Anik Mantras und Badge Zooführung gesehen. Daher weiß ich, dass da hinten gleich noch so eine Höhlenkamera kommt. Da habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Und ich weiß nur, dass die aus war. Hier ein Biber? Nö. Na, wo sind sie denn? Nix Biber. Tiere alle scheu, sind wir zu einem falschen Zeitpunkt gekommen. Schlafen sie denn alle? Rundweg, Biber, V. Und hier ist auch der Zen-Garten, den gucken wir uns auch gleich mal an. Finde ich ja die Idee alleine, finde ich schon mega. Dass man darauf kommt, ein Zen-Garten, mit der Staudamm hier. Krass. Schön viel Bäume reingepackt. Dann die Wassereffekte dazu. Da ist ein Biber. Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Wo kommt das denn her? Hä? Auf einmal hatte ich ein Gulpi-Schild an der Hand. Kann man auch mal machen. So. Können wir auch von hier nochmal schauen. Echt spitze. Spitze gemacht. So. Koala Otter Rundweg V. Wir bleiben hier. Genau, hier war ja noch was. Irgendwo ein Gulpi-Schild geklaut? Ne. Kann man auch mal machen. Biberhöhle. Ach ja, genau. Hier war das mit dem Eingang unterm Staudamm. Ist das genial gemacht. Dann ist hier die. Das finde ich mega. Mega Idee. Hier
Ja, auch der Bildschirm nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Dann will ich nichts gesagt haben. Wir gehen weiter. Ich hoffe, zum Zen-Garten kommen wir gleich noch. Wir haben hier ein begehbares Gehege. Plopp. Und da haben wir die Faunen. Im Faunendom. Bei den vielen Farben weiß man ja gar nicht, wo der V ist und wo eine Blume. Mensch. Aber es ist schon genial. Es ist genial gemacht. Okay, die hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr in den Boden gesetzt. Ach, was sonst. Die machen ja auch immer so geniale Geräusche. Nicht? So ein V, das ist schon was. Und hinaus. Blub. Hier ist ein Restaurant, glaube ich. Oder nur eine Fressmeile. Ich weiß nicht genau. Auch die Zäune nicht einfach nur hingeballert da, sondern tatsächlich alles einheitlich gefärbt, so wie es sein soll. Da wird wahrscheinlich für die Mitarbeiter Platz sein. So, was haben wir denn hier Schönes? Der Zwerchotter. Schön gemacht. Oh, hier mit den Wasserfällen. Schön, schön. Schön. Da sind sie, die Zwerchotter. Zum ersten Mal, dass ich sehe, dass da auch einer mit spielt. Das Ding hat man vielleicht noch ein bisschen Boden, aber dann verformt sich ja das Terra. Das Gebiet immer so ein bisschen, das ist immer, das ist ganz schlecht gemacht von Frontier. Da kannst du ja nichts für. Da sind mal eine Menge Zwergotter drin. Aber hier haben auch ein schön großes Gehege. Da kommen ja immer mehr da hinten. Da muss ja Wundnest sein. So. Im Zen-Garten. Den gucken wir uns jetzt erstmal an. Das Highlight hier. Ein Zen-Garten. Und zwar ein Herz Fantastic. Der muss sein. So. Zen-Garten. Ja, alles aus dem neuen Conservation Pack, was dann, so aussieht wie Kieselsteine. Die müssen in eine spezielle Richtung irgendwie gebürstet sein, damit es dein inneres Tantra anspricht. Und du hast gesagt, das ist auch alles begehbar hier, ne? Also hier sind auch irgendwie Wege drunter. Krass. Wird das denn genutzt von den Leuten? Ich meine, jetzt sieht man hier natürlich keinen. War schon schön gemacht. So. Da wäre der Rundweg, genau. Wir haben kleine Abkürzungen durch den Zen-Garten gemacht. Hier war nochmal der Otter. Mal gucken hier. Und da wären wir sonst gekommen. Auch hier schön den Abhang, nicht einfach nur so gelassen, sondern mit Stein nochmal ordentlich nachgebessert. Herrlich. Schön, schön. Auch hier die Schilder mit den Blumen alle verziert. Das macht schon Sinn. Vivarium Ausgang. Koala. Das Koala-Haus. Okay. Da sind die Farben jetzt etwas gewöhnungsbedürftig. Aber mein Gott. Das bleibt ja. Du bleibst auf jeden Fall deinem Stil treu. So. So hat das. So ist es auch alles irgendwie, hat das Hand und Fuß. Oh, hier, Meister Koala. Die können ja richtig laufen. Ich dachte immer, die sind sehr behäbig. So, was hast du denn da? Ich würde sagen, er macht gerade sein Geschäft, oder? Nochmal gelaufen, nochmal hin und her geschüttelt und ab. Dafür!
den Brücken hast du hier schön gearbeitet. Schöner Innenbereich. Die haben auch noch einen Außenbereich. Sehr schön. So wie es sein soll. Hier kann man sich hinsetzen. Ach, Mitarbeitergebäude da hinten, die so schön von allem getrennt sind. Auch das ist sehr schön gemacht. Wenn man das so macht wie Anik Mantra, dass man die Shops und so immer im gleichen Stile baut, also immer so als Set, das ist natürlich sehr Zoo-like. Boah, hier. Guckt euch mal diese Terrassen an. Von den Blumen. Verschiedene Ebenen. Das finde ich mega. Richtig geil. Richtig geil gemacht. Was ich sagen wollte. Wenn ihr das in einem Stil haltet, dann hat es natürlich, ist es mehr Realismus, ne? Also das ist ganz klar. Hier staut sich alles. Die sind gefangen, würde ich sagen. Das nervt mich an dem Spiel immer, dass die auf den Wegen dann so gefangen sind. Hier geil gemacht, mit den Steinen dann eingebaut. Das sind jetzt die Moosfelsen. Hier ist eine Vorführung. Haben wir hier ein bisschen Geld. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. So steil runter. Aber gut. Rundweg rechts. Okay, hier ist was. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das mochte ich noch nie. Diese offenen Toiletten. Mag ich auch bei Planet Coaster nicht. Kann man noch mit Hufvor machen. Ich würde doch in einem Park oder im Zoo auch nicht aufs Klo gehen, wo die Tür weit aufsteht, oder? Nein. Oh, ist das geil. Das ist mal ein geiles Seelöwenbecken. Alter Schwede, das gefällt mir. Das gefällt mir. Da warst du auch irgendwie inspiriert, hast du, glaube ich, gesagt. War es Köln oder ich weiß nicht mehr genau, welchen Zoo du genannt hast. Vom Seelöwengehege aus. Das sah richtig. Also, gefällt mir richtig gut, dieses Becken. Ist halt immer die Sache. Macht man, will man es natürlich aussehen lassen, als natürlichen Lebensraum? Oder eher Zoo-like? Sprich, nicht ganz so realistisch. Oder doch? Also in dem Fall ja doch wieder realistisch. Das ist dann halt immer die Sache. Das finde ich mega cool hier. So viel Land brauchen die ja eigentlich auch nicht. Das reicht völlig aus hier. Genau, da wären wir von da gekommen. Okay. Ach, hier kommen wir zum Restaurant. So war das. Und glaub, am Restaurant hast du noch eine kleine optische Überraschung für uns. Oh, wie hast du denn die kleine Treppe hingekriegt hier? Ach, das machen immer so viele. Ich habe irgendwie immer noch nicht aufgepasst, wie das geht. Erklär mir das doch mal. Hier ist das Restaurant. Finde ich auch ein tolles Feature, was sie da reingemacht haben. Ich finde es immer schwierig einzubauen, aber du hast das richtig gut hingekriegt. Aber ich bin ja immer noch. Ach, Moment. Da muss man ja die freie Kamera wählen. Halt. So. Sonst können wir nicht gucken. Also hier ein schöner See. Und dann hast du hinten Wasserfälle. Hast du ja gesagt, für alle, die immer ganz genau gucken, ich bin einer von denen. Hast du schön gemacht. Sieht richtig, richtig, richtig gut aus. So. Auch hier, das zeige ich euch nochmal, das sind die ja aus dem Europa-Pack, diese neuen, wie soll ich sagen, Beschädigungen an der Wand. Die kann man da jetzt ja, das sind wie so Wandtattoos, die kann man da ja so drauf machen. Und da hast du voll drauf gesetzt,
Und es ist dir wunderbar gelungen. Wir gucken von hier nochmal zu den Seelöwen runter. Der Kolossus-Modus ist auch mega. Halt nur auf Treppen ist es noch nicht so ausgebaut. Da ist nichts mehr. Ich dachte, da wäre noch irgendwie ein Foto oder so. Die freuen sich. Oh, guckt euch das mal an hier. Ist das nicht schön? Und dann läuft einfach das Wasser hier so nebenbei. Finde ich gut. Boah, mega. Mega toll. Da gerate ich so ein bisschen ins Schwärmen. Obwohl, hier fliegt ein Stern. Hab ihn gefunden. Den fliegenden Stein. Doch mal, also das Becken ist herrlich. Da gibt's gar nichts dran zu klingeln. Das ist so schön. Und da haben die auch echt ausreichend Platz. Obwohl Platz ist ja immer so eine Sache im Zuge. So, hier holen sie erstmal einen Milkshake. Der Rundweg geht hier weiter. Ich wollte doch eigentlich zum Dachs. Kommen wir da nicht hin? Hier oben mit den. Seht ihr das? Wie man das so aus dem Delfinarium oder so kennt. Dem Spielzeug, wo die dann immer so ranhüpfen und so. So, wir fliegen ein bisschen über den Pöbel hinweg. Folgen dem Rundweg. Einmal längs das Becken führt. Okay, wir kommen jetzt hier noch rum zum Dachs. Ich bin beruhigt. So, dann. Machen wir jetzt hier den Dachs. Dachshöhle. Da gehen wir jetzt aber zuerst rein. Jawohl, so machen wir das. Doch hier schön eingebaut. Vielleicht hier so eine Steine oder ist das Gelände? Naja, okay. Hier ist der Dachs, die eine Höhle. Der könnte ja auch die andere nutzen. War es vielleicht hier, wo ich es gesehen habe, aber ich sag nichts mehr. Genau, immer fleißig spenden. Hier haben wir den Dachs. Und ich meine, hier war eine kleine Überraschung für mich. Noch nicht gesehen. Ihr freut euch, ne? Aber die Dachse sind doch toll. Jetzt sind wir auf der Mauer hier. Viele drin. Schön großes Gehege, das muss man mal sagen. Hier. Mich da noch nähern. Erstmal einen Schnappschuss gemacht. Ein Albino-Dachs, sag mal, wie geil ist das denn? So, zack. Über der Mauer gesprungen. Weiter geht's. So, dann kommen wir zum kleinen Panda. Und alles. Ehrlich. Jetzt kommen auch die Kirschblütenbäume. Auch erstmal. Oh, bist du im Gehege. Richtig gut zur Geltung. Und hüpfen sie. Na, die Kletteranimationen haben sich ja bis heute nicht gut geändert. Da könnte Frontier echt noch dran basteln. Aber ist ordentlich was los hier. Ja, glitschen sie halt hintereinander. Selbst die Tierärztin hat sich haartechnisch an die Kirschblüten angepasst. Wenn man Feuer und Flamme mit seinem Arbeitsplatz ist. Ich auch schon öfter gesehen, dass hier die Brücken gebaut werden oder verwendet werden für Gehege. Ich habe aber noch nicht wirklich gesehen, dass Tiere die benutzen. Aber der kleine Panda hat uns gerade eines Besseren belehrt. Was ich gut finde.
schön erklärter Stuff. Hier oben einfach mal noch so einen kleinen Tim. Ach, das ist ein Aussichtspunkt. Guck mal an. Na, vielleicht können wir da ja auch noch hin. Kleiner von der Aussichtsplattform. Dann schauen wir doch mal. Oh ja, hier wandert die kleine Panda-Armee. Ja, ich weiß nicht, ob man die Dinger vielleicht hätte irgendwie noch verdecken können. Die gefallen mir immer nicht so, die sind nicht so hübsch. Hast du da ein Blatt reingemacht? Oder sind die so? Gut. Jetzt Aussichtsplattform. Und können dann von hier die kleinen Pandas beobachten. Wunderbar. Schöne Sicht aufs Gehege. Die gut. Das hast du gut gemacht. Dann gehen wir mal weiter. An der kleinen Panda-Armee vorbei. Vivarien. So, dann hier hoch. Über diese tolle Brücke. Einfach nur eine Seele, so als Mittel-Highlight quasi. Finde ich total toll. Wisteria Garden. Wie lange hast du denn gebraucht zum Pflanzen, sag ich mal? Das würde mich mal interessieren. Schön. Oh, mit den Hirschen hier drin. Das gefällt mir doch. Also hier sollen Vivarien sein. Dann schauen wir doch mal. Ah ja, hier sind sie eingebaut. Was haben wir hier? Schildkröte. Liegt im Häuschen. Schön gestaltet. Eventuell hättest du die Faun auch hier reinmachen können, aber mein Gott. Ein Feigefrosch. Dann gucken wir uns nochmal die andere Seite an. Framerate richtig ein hier. Unglaublich. Das ist schon das Oxelot. Und auch der Donau. Der Donau-Ding ist da so irgendwie heißt aber. Und? Ins Skink. Blau zum Skink, würde ich mal so tippen. So, wir kamen von rechts rein. Gehen wir links wieder raus, würde ich sagen. Ne? Schöner Dom hier, ne? Schön Licht. Gefällt mir. Ist schon eine andere Liga, ne? Muss man mal ganz klar anerkennen. Sodele. Sind natürlich keine Tapsen mehr. Da hinten sind die Seelöwen. Ausgang. Hier waren wir doch schon überall. Koala-Haus. Ah, okay. Dann schließt der Rundweg nicht ganz ab. Muss ich dir leider sagen. Aber es macht. Wir gehen am Zen-Garten vorbei. Gucken dann nochmal am Eingang, ob wir irgendwas verpasst haben. Obwohl, da hinten ist Bernie's. Da waren wir ja schon. Hier ist der Lux.
So, genau, hier ist der Anfang der Brücke. Okay, dann sind wir dann wieder am Eingang. Haben wir alles gesehen. Schön. Mir hat es sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ah, du hast hier noch... okay. Du hast ja geschrieben, es ist eher ein Tag, ein Tagesplan, Tageszoo. Von daher gucken wir uns den jetzt nicht bei Nacht an. Gehen nochmal in die Overview. Und muss sagen, da hast du doch einen sehr schönen, kleinen, aber dafür qualitativ sehr hohen Zoo gebaut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Annik Mandra. Den Link zu dem Zoo, wie immer, in der Infobeschreibung. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Sonntag. Und folgt mir doch auch auf Twitch. Folgt mir hier auf YouTube. Lasst einen Daumen da, ein Abo sowieso. Und auch einen netten oder auch nicht netten Kommentar. Freut euch auf die nächsten Speedbuilds und auf den nächsten Park sowie Zoovisiten. Mein Name ist Thomas Freaks. Ich bedanke mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.